Beide Vereine hoffen ja, dass alles besser wird in der nächsten Drittligasaison. Vor allem der FCC, der letzte Saison nur knapp dem sportlichen und finanziellen Ruin entkommen war. Aber auch bei RWE wird sich einiges verändern, zum Beispiel in der Trainingsmethodik. So ist der Verein überzeugt, auch wenn die ganz großen Namen fehlen. Aber laufen können sie alle und das ist ja im Moment das Wichtigste. Das neue Zugpferd beim FC Carl Zeiss Jena heißt Jan Schimak und kommt von Erstligist FSV Mainz zurück nach Thüringen. Ein Transfer-Coup, über den sich nicht nur Präsident Zipfel und Trainer Heiko Weber freuen, denn trotz geringer Spielpraxis in der ersten Liga ist der Tscheche immer noch ein glänzender Fußballer. Er soll natürlich für die Zuschauer das Besondere ausmachen, im Fußballerischen. Wir werden ihm alle Freiheiten geben. Er hat natürlich jetzt ein Jahr nicht gespielt. Da braucht er Zeit, die wird er bekommen. Aber mit jungen Wilden an seiner Seite wird das schon klappen. Und davon hat Jena reichlich, also junge Wilde. Gleich 7 Spieler kommen aus dem Nachwuchs von Erst- oder Zweitliga-Vereinen und wollen sich jetzt in der dritten Liga beweisen. Wie zum Beispiel Christoph Siefkes aus Leverkusen, der gestern beim ersten Test in Rothenstein schon einen ganz guten Eindruck auf die 1200 Zuschauer gemacht hat. Ob Jena dann auch in den Punktspielen erfolgreich ist mit den vielen Grünschnäbeln, bleibt abzuwarten. Aber zumindest besteht die Hoffnung, dass es nicht wieder so eine Zittersaison wird wie letztes Jahr. Das ist schwierig zu sagen, heute ist der erste Tag, aber was ich heute gesehen habe, laufen können wir, jung sind wir, kicken können auch viele, ich freue mich. Heiko Weber hat zumindest in der Vergangenheit in Cottbus und Aue bewiesen, dass er gut mit jungen Leuten arbeiten kann. Etwas anderes bleibt Carl Zeiss aufgrund der finanziellen Lage auch gar nicht übrig. Neuer Co-Trainer ist Ralf Santelli, der gemeinsam mit Weber den Trainerschein gemacht hat. Und dieses Wissen ist ab jetzt gefragt, damit sich Carl Zeiss auch sportlich wieder fängt in der dritten Liga. Ja, vom